Hi Leute und herzlich willkommen zurück, und heute habe ich einen richtig einfachen und schnellen Glitch für euch, mit dem ihr richtig viel Scheiße machen könnt. Ihr könnt das mit mehreren Leuten machen, könnt das aber auch alleine machen. Und jetzt hole ich erstmal das Auto raus und dann zeige ich euch, was ihr überhaupt mit dem Glitch machen könnt. Also hier vorne ist es schon, das Auto. Erstmal könnt ihr das tunen und ihr seht hinten, anstatt eine Ladefläche, seht ihr nur dieses Gestell von der Ladefläche. Und durch dieses Gestell könnt ihr einfach hindurchlaufen, das buggt rum. Ihr könnt das in jeden Gegenstand, also in jedes Auto reinpacken, durch jede Menschen. Wie ihr jetzt seht, ich kann einmal hier aussteigen. Dann kann ich einfach hier durchlaufen und könnt das auch in andere Autos reinschieben und so. Auf jeden Fall richtig nice. Dann müsst ihr einfach nur noch euer Auto aufnehmen und dann könnt ihr richtige Scheiße in einer Lobby machen. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie die ganze Scheiße geht. Dafür müsst ihr einfach bei Southern Andreas ein Auto kaufen, das heißt Bravado Red Loader. Dann könnt ihr das in irgendeine Farbe holen und es muss auch noch nicht aufgetunt sein. Auf jeden Fall kostet das nur 6000 Euro, das könnt ihr ganz schnell kaufen. Dann fahrt ihr einfach damit zu Los Santos Custom. Jetzt müsst ihr nur hier reingehen. Und ich muss nochmal sagen, diesen Glitch habe ich vom Matrix Shop bei denen vorbei. Da kommen noch mehr Glitch als bei mir und die Glitch sind auch besser halt. Auf jeden Fall geht ihr jetzt hier bei Ladefläche. Da müsst ihr die untere und die obere Ladefläche kaufen. Und jetzt, wenn ihr da seht, wenn ich langsam zwischen den wechseln, dann buggt es so ein bisschen rum. Jetzt müsst ihr einfach den linken Stick nehmen und dann die ganze Zeit hin und her bewegen. Und irgendwann, wenn ihr das dann macht, ist diese Ladefläche einfach weg. Jetzt versuche ich nochmal. So, nochmal. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr das geübt habt, dann geht das sehr schnell. So, jetzt habe ich es auch geschafft. Jetzt könnt ihr sehen, diese Ladefläche ist einfach weg. Dann tunet ihr noch euer Auto auf und dann könnt ihr auch wieder das Los Santos Custom verlassen. So, hier zeige ich euch den Glitch mal an ein LKW. An anderen Autos, die sind ein bisschen kleiner, da funktioniert das nicht so gut, weil das Rad dann ein bisschen rausbackt. Aber bei etwas breiteren Autos wie bei einem LKW funktioniert das sehr, sehr gut. Oder ihr könnt auch das gleiche Auto, also noch ein Red Loader, ineinander schieben und dann sieht das aus, als wärt ihr so siamesische Zwillinge. Und hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Mein ganzes Gestell steckt hinten in den LKW drin. Ist auf jeden Fall ein richtig witziger Glitch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal wieder einen Daumen hoch da. Wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Ich lade jeden zweiten Tag einen Glitch hoch und tschüss.